Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Gothic 2, die Nacht des Raben, wo wir jetzt mit der schönen Nadja nach oben gehen. Lass uns hochgehen. Heute ist dein Glückstag, Süße. Gehen wir. Mein Glückstag ist immer, also halt, zumindest wenn ich hier bin. Kann man nicht irgendwie langsamer gehen? Ja doch, so. Sonst muss ich hier die ganze Zeit so komisch laufen, wobei ihr merkt, selbst wenn ich langsam gehe, bin ich schneller als die ganzen NPCs. Warum auch immer, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Habe ich die falsche Taste losgelassen? Weiß nicht, welche Tür geht hier rein? Die erste oder die, ich glaube die letzte? Er sollte lieber den Mund halten. Ja. Auch komisch mit offener Tür so. Aber ja, was soll's. Mein Mann sieht das anders. So, Nadja. Das wird sich nie ändern. Können wir jetzt reden? Das weißt du, hier oben sind wir ungestört. Rumor sieht es nicht gerne, wenn wir während unserer Arbeit mit den Gästen reden, ohne dass es ihm etwas einbringt. Du willst also mehr über die verschwundenen Leute hier am Hafen erfahren, ja? Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann, aber ich kann dir sagen, wohin Lucia verschwunden ist. Ich habe was anderes gehört. Erzähl mir von Lucia. Niemand ist hier wirklich traurig darüber, dass sie weg ist. Warum? Ach, erzähl mir nicht so. Ich glaube, es gibt niemanden hier, den sie nicht versucht hat auszunutzen. Ich werde mich da nicht einmischen. Sie war ein echtes Miststück. Das ist mal wieder typisch. Das klingt ja gut. Wohin ist sie verschwunden? Sie hat sich öfter mit Elridge, dem Lehrling des Tischlers Torben, aus der Unterstadt getroffen. Ich wette mit dir, dass sie mit dem jungen Kerl durchgebrannt ist. Was bringt ihr das? Wo könnten die beiden hingegangen sein? Wenn sie nicht von den Wölfen gefressen wurden, dann schätze ich, sind sie bei den Bauern untergekommen. Wo sollten sie auch sonst hin? Bei den Banditen? Was weißt du sonst noch? Ich habe vieles über verschwundene Leute hier am Hafen gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Geschichten Glauben schenken darf. Du solltest dich mal mit den Händlern hier unten unterhalten. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Nun, was ist mit uns beiden, Schätzchen? Das habe ich schon. Immerhin hast du dafür bezahlt. Willst du dich nicht noch ein wenig amüsieren, bevor du wieder gehen musst? Doch, das mache ich doch gern. Ich habe für so etwas keine Zeit. Warte mal. Komm das nächste Mal wieder zu mir, Süßer. Mach ich doch liebend gern. Und nun habt ihr auch erlebt, wie es ist, in Gothic 2 in den Puff zu gehen. Aber natürlich werden wir nicht nur uns amüsieren, sondern auch noch ein bisschen umgucken, auch wenn das gerade ein bisschen hektisch wirkt. Und mal gucken, wer hier noch so ist. Zum Beispiel Vanya. Ich bin beschäftigt. Okay. Und Peck? Hey, was liegt an? Mann, ich bin beschäftigt. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, da muss ich doch nochmal zur Miliz gehen, also oben in die Kaserne, weil ich habe da sowas in Erinnerung. So, jetzt haben wir das geklärt. Wir haben immer noch nicht wirklich viel mehr über die verschwundenen Leute rausgefunden. Das ist doof. Das sind nur Bürger. Laris ist anscheinend nicht da. Das ist auch nur ein Bürger. Wir können uns natürlich endlich mal eine Karte zulegen. Zeig mir deine Karte. Zeig mir deine Karten. Oh Gott. 250 kostet die. Kann man das nicht irgendwie günstiger machen? Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ich glaube, ich muss einmal zu Torben gehen und gucken, ob der vielleicht
ein paar Dietriche für mich übrig hat. Weil das geht ja so echt nicht. Dann versuche ich mal den Kartenhändler ein paar Karten ärmer zu machen. Sobald es was dunkler geworden ist. Und dann schauen wir mal weiter. Ich habe mich übrigens immer noch nicht entschieden, bei wem ich Lehrling werde. Das ist ein bisschen, ja. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe? Hast du. 120, das muss sich lohnen. Das muss einfach sein. Das wäre schlecht, wenn nicht. Wir können natürlich jetzt nicht direkt da einbrechen, weil wir müssen natürlich warten, bis Nacht geworden ist. Und ein Feuer, um zu braten, haben wir gerade auch nicht. Das ist ein bisschen doof. An Harald können wir auch keine Schwerter so verkaufen, oder? Nee, da muss man Lehrling für sein. Das ist schade. Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, wie viel das einem einbringt. Das könnte ich natürlich einmal austesten und dann den Spielstand wieder laden. Dann kann ich euch das mitteilen. Aber ich glaube, es bringt einem schon ordentlich was ein. Was wollte ich noch machen? Ich bin ein bisschen durch den Wind gerade. Ich bin auch ein bisschen müde, aber es ist nicht so schlimm. Man darf abends ja auch müde sein. Beziehungsweise mittlerweile haben wir 2:55 mitten in der Nacht. Und ja, ist halt ein bisschen spät. Hey, you. Was kann der uns noch sagen? Wegen der vermissten Leute. Wegen der vermissten Leute. Das hatten wir schon. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Banditen für das Verschwinden der Menschen hier verantwortlich sind. Der Anführer der Banditen heißt Dexter. Er ist verantwortlich für die Entführung. Ich kenne Dexter noch aus der Strafkolonie. Damals arbeitete er für den Erzbaron Gomez. Er wird sich sicher an dich erinnern. Du solltest vorsichtig sein. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Weiter so. Okay, da haben wir schon mal 100 Erfahrungspunkte abkassiert. Das ist schon mal schön. Was können wir hier noch machen? Ananas spenden, zählen wir über die Götter. Kannst du nämlich heilen. Magische Kräfte steigern müssen wir auf jeden Fall auch noch machen, weil wir haben immer noch erst 10 Mana. Und wir wollen Magier werden. Das ist natürlich eine tolle Kombi. Da ist Valentino, den Typen, den wir noch umnieten wollten. Ansonsten sind wir hier gerade falsch. Ich will ja nicht in die Taverne, sondern... Ach nee. In dem Haus, wo die ganzen Händler untergekommen sind, gab es ja nichts zu klauen irgendwie. Also da gab es ja keine Truhen. Das hat mich total verwirrt. Ah, jetzt weiß ich, was wir noch machen können. Aha. Wenn das denn klappt. Ich weiß nicht, ob wir es können. Das werden wir sehen. Und zwar wollen wir noch das Kraut für die Wasserpfeifen herstellen. Die Sache ist, dass man dafür angeblich irgendwelche Grundkenntnisse braucht. Aber nee, es klappt anscheinend auch so. Was ist los? Tabak mischen mit Honig. Das ist nämlich die Geheimmischung. Und der wacht davon aus, wenn ich hier reinkomme. Das ist nicht schön. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Weil ich auch dem gerne in seine Truhe gehen würde. Allerdings würde ich auch gerne die Geschicklichkeitstränke mir brauen, weil, wie gesagt, ich habe ja schon 2 Goblinbären, 3 Goblinbären. Das sind Weidenbären, das sind die falschen. 3 Goblinbären, das heißt, es würde so 3 Geschicklichkeitspunkte geben. Und wenn ich die zu Tränken brauche, kriege ich dafür, glaube ich, irgendwie 9 Punkte oder ich weiß nicht wie viel. Also ich glaube 3 pro Trank oder 5, ich weiß nicht mehr. Und das wäre ja doch schon ein guter Anfang. Gerade für den Taschendiebstahl auch. Ich habe eine neue Tabakmischung. Lass mich deinen Tabak probieren. Ich bin ganz deiner Meinung. Ihr müsst es ja besser wissen. Der erzähle ich gar nichts mehr. Das schmeckt ausgezeichnet. Etwas Besseres habe ich noch nie zuvor geraucht. Wie hast du diese Mischung hergestellt? Ich habe den Tabak mit Honig gemischt. Du musst es ja besser wissen. Das hast du getan, Vater der Mischkunst. Es wäre mir eine Freude, wenn ich meine armseligen Pfeifen damit füllen könnte. Glaubst du wirklich daran? Stopf du mal. Danke, Sohn der Großzügigkeit. Keine andere Mischung wäre so gut wie diese. Alles, was du mir davon bringst, werde ich dir abkaufen.
Das ist natürlich gut. Weissagen geht wahrscheinlich nicht, oder? Kannst du mir noch eine? Oh, Sohn der geheimnisvollen Zukunft. Es ist mir nicht möglich, den Schleier da... Erst wenn die Zeit mir... Ja, hatten wir, glaube ich, schon mal. Das heißt, wenn wir von dem Tabak noch mehr machen, dann können wir den andrehen. Das ist natürlich schön. Auf der anderen Seite bringt uns das jetzt auch nicht so viel. Also ein bisschen Geld wahrscheinlich. Junge, hör auf zu labern. Mann. Boah. Dann gehen wir mal hier herein und suchen Lord André. Weil wir auch einmal zu dem gehen müssen. Ja. Warum seid ihr Paladine in der Stadt? Die Ziele unserer Mission unterliegen der Geheimhaltung. Ich kann dir nur so viel sagen, dass keine Gefahr für die Bürger der Stadt besteht. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Na toll. Ich weiß was anderes. Kopfgeld kann ich gerade nicht kassieren, oder? Ja. Und hier können wir wahrscheinlich die Gefangenen besuchen. Was willst du hier? Ich will zu den Gefangenen. Geh nur, aber bleib nicht zu lange, klar? Ich wollte gerade wieder gehen. Aber das da ist Kanta. Mit dem habe ich keine Lust, mich zu unterhalten. Und da sitzt, glaube ich, sonst noch niemand drinnen. Nee, sieht leer aus. Kann man hier was Schönes lesen? Nee. Also zumindest bringt es einem nichts, wenn man da was liest. An dem steht er wahrscheinlich auch nicht. Der steht da die ganze Zeit rum. Das heißt, in die Truhe kommen wir auch nicht dran. Die andere Truhe habe ich ja schon leer geräumt. Die dort drüben. Was ist denn jetzt hier links? Das sieht ziemlich leer aus. Allerdings ist hier auch keine Truhe, soweit ich es sehe. Und lass dich ja nie wieder da drinnen erwischen. Hallo? Danke für das Gold, du Held. Nur weil ich da einmal reingegangen bin, das finde ich jetzt ziemlich assig. Das, also... Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ah, toll. Vor der Orkhöhle. Jetzt habe ich gar kein Gold mehr. Boah, ich glaube, ich muss mir eine Truhe suchen, wo ich meine ganzen Sachen zwischenlagern kann. Also, das ist doch echt nicht... Das ist doch nicht lustig. Ich glaube, ich... Stelle ich das Ganze nochmal nach, oder lasse ich es sein? Es waren jetzt 300 Gold nochmal. Ich glaube, ich stelle das Ganze nochmal schnell nach. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das gibt's doch nicht. Einen Moment mal. So, da bin ich wieder. Es gab ein paar Komplikationen. Es hat was länger gedauert. Aber ich habe, glaube ich, alles wieder... Ich habe mein Geld wiederbekommen. Und ich habe... meine Waffe irgendwie gerade nicht ausgewählt. War das alles ein bisschen kompliziert. Also es hat... Das ist echt... Also... Ich muss mir echt was überlegen, dass das in Zukunft besser läuft, beziehungsweise wir nicht immer alles Gold verlieren. Also bei Gothic 1 habe ich das ja so gemacht, ich bin dann einfach zu Diegos Haus hingegangen und habe denen das ganze Erz in die Truhe gelegt. Hier haben wir das jetzt nicht, wir haben kein Haus in dem Sinne und keine Truhe, wo wir hingehen können. Deswegen muss ich mir noch irgendwas überlegen, wie wir das am besten anstellen können. Aber ich finde da schon noch irgendwas. Und dann... können wir da immer unsere Sachen zwischenlagern, beziehungsweise... Hey. Das bringt uns gar nichts. Beziehungsweise... Ja, keine Ahnung. Zeig mir das. Hat der irgendwas Spannendes? Nein, der hat nichts Spannendes. Ich glaube auch sonst ist hier nichts so Spannendes. Doch Valentino könnten wir eigentlich mal irgendwann aufs Maul geben. Dafür müssen wir warten, bis der nach Hause geht. Regis bringt mich auch nicht weiter, Brian auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen, was ich machen muss. Ich habe keine Ahnung, was ich machen sollte. Wir können natürlich einfach zum, zu dem Bauernhof gehen, das machen. Und wir können,
Also Akels Hof die Söldner erledigen und Bengas Hof die Miliz erledigen und die Banditen erledigen, aber das sind halt alles Sachen, wo ich so denke, ist ein bisschen früh für uns. Aber ja, was wir aber mal versuchen können ist, haha, der ist wohl im Bett. Wo ist die Truhe? Direkt hier an der Seite, oder? Zu weit entfernt. Ja, ja. Von wegen. Was ist los? Na toll, jetzt sind die beiden wach. Und ein Idritrich ist abgebrochen. Es hat mit links angefangen, soweit ich mich entsinne. Ich hoffe, das klappt alles gut. Ich kann einfach mal, fällt mir gerade ein. Auch hier nochmal abspeichern. Und dann das Ganze nochmal versuchen. Ich weiß, was ich mache, ist ein bisschen geschummelt, weil ich quasi einbreche, ohne schleichen zu können. Was ist los? Mann, das soll doch klappen. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ist der Typ jetzt auch ins Bett gegangen oder steht der noch da? Er ist anscheinend auch ins Bett gegangen. Das heißt nochmal, ich muss hier hingehen. Und dann irgendwie stehen die sofort auf. Das finde ich nicht schön. Das hat doch sonst immer geklappt. Ich will doch nur diese doofe Karte, diese doofen Karten haben. Ich überlege gerade, ob wir noch eine andere Möglichkeit haben. Weil Schleichen lernen kann ich noch nicht und ich wüsste auch nicht jetzt nicht wo und ich will doch nur einfach hier ein bisschen bereichern. Sobald ich einen zweiten Schritt mache, wachen die auf. Das ist aber echt krass. Das ist sonst nicht so heftig. Das ging auch letztes Mal ohne Probleme. Vielleicht muss ich langsamer gehen. Das ist zu weit entfernt. Ist immer noch zu weit entfernt. Nimm deine Finger weg da! Ja, da diesmal haben sie mich erwischt. Und wenn ich jetzt halt weiter rumlaufe, dann sagt mir Lord André, dass er von mir Geld haben will, weil ich irgendwo eingebrochen bin. Also müssen wir das doch anders machen. Aber ich will die Karte nicht für 250 Gold kaufen. Das ist doch voll der Wucherpreis. Das ist... Muss mir irgendwas anderes überlegen. Das bringt mir jetzt aber auch nichts. Dann gehe ich doch mal hier rein. Mit denen reden, aber ich glaube, das bringt mich auch nicht weiter. Hey. Alrik. Ich will gegen dich kämpfen, ausbilden. Das ist der Typ mit dem Schwert. Nagur. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Will nix. Gavel, kann ich dem noch irgendwas Neues erzählen? Was ist denn so? Die Orks rücken uns auf den Das hatten wir schon. Das, das hatten wir alles schon. Neues sagen kann ich ihm nicht. Laris. Hey, you. Wegen der Erzähl mir, was du weißt. Die Sache in Angelitamid, das bringt mich auch nicht weiter. Was ich natürlich machen könnte, ich könnte mit ihm zu den Wassermagiern gehen. Das wäre noch eine Idee. Dann wäre ich noch mal einen Schritt weiter. Beziehungsweise dann habe ich noch mehr Quests. Ja. Was erledigt habe ich dadurch immer noch nicht. Da hinten schwimmt ein riesiger Fisch und da war gerade eine Sternschnuppe.
Ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen ratlos, was ich wo wie machen soll. Ich hoffe, das legt sich in der nächsten Zeit wieder. Ansonsten muss ich einfach mal morgen gucken. Vielleicht, wenn mein Kopf ein bisschen frischer ist, dann fällt mir wieder was ein. Oder ich überlege offscreen, ja. Ich überlege einfach nachher mal in Ruhe, was ich noch so wie wo machen könnte. Und dann kann ich das Ganze dann irgendwie in die Tat umsetzen. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier stundenlang rumlaufe, ohne was hinzukriegen. Das ist ja für euch auch nicht sonderlich spannend. Verdammt, was ist los? Wie sieht's aus? Wie viel willst du? Was heißt, wie viel? Ich bin der Geldverleiher und du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich. Nein. Aber deine Truhe steht auch nah an der Tür und da liegt ein Buch auf dem Tisch. Was man vielleicht mitgehen lassen kann. Gucken wir gerade mal nach, was passiert, wenn er sich hinlegt wieder. So, die liegen beide. Das ist die Truhe. Mit dem Buch kann man wohl nichts anfangen. Und dann stehen die auf, wenn ich noch so weitergehe. Dann, ja, das wird aber eine kurze Folge dann heute. Pablo bringt mich auch nicht weiter. Bei Lord André war ich auch. Der hat, ich hätte, glaube ich, mit dem anderen da oben reden müssen. Aber die waren ja alle am Schlafen in ihrer Kajüte und haben nur Stress geschoben, wenn man reingegangen ist. Ich glaube, ich sollte abspeichern, bevor ich das mache. Okay, die wachen sowieso vorher auf. Dann kann ich es auch sein lassen. Ich glaube, wir müssen einfach wirklich schleichen lernen, bevor wir irgendwas richtig anstellen können, irgendjemanden richtig schön ausnehmen können. Auch wenn ich es gern machen würde. Okay, bei Onas Hof, die eine Truhe vom Schmied, die war noch relativ unbewacht. Das könnte noch klappen, aber ansonsten sind wir eher... Ja, war es das eher. Das ist dann halt Pech. Was ich mich gerade frage, ist, es gab bei Gothic 1 einen coolen Trick, dass wenn man wenn man durch diese da zum inneren Bereich wollte, wo Gomez ist, dann konnte man die Waffe ziehen. Dadurch waren die Wachen abgelenkt, man konnte an ihnen vorbeigehen und dann die Waffe einfach wegstecken. Und dadurch kam man durch, ohne irgendwas zu tun. Was ich, muss ich zugeben, eine ziemlich coole Sache fand. Ich frage, ob das hier auch funktioniert. Okay, der hat auch nichts Neues. Die haben alle nichts Neues. Dem würde ich gerne mal ein bisschen, aber daher muss der rauskommen. Und wir haben 1 Uhr, 2 Uhr, es ist noch zu früh, glaube ich, für den. Nur für eine Stunde hinlegen geht, glaube ich, nicht. Das ist sehr doof. Valentino können wir wahrscheinlich auch nicht ausgeraubt. Auch wenn es spannend wäre. Ja, sobald man hier steht, bemerkt er einen. Was ist los? Bringt uns das was? Da stehen zwar Rezepte, aber es bringt uns, glaube ich, nichts. Alchemistischer Tisch bringt uns aber, glaube ich, auch noch nichts, weil wir können Sumpfkraut machen, wir können Tabak mischen, wir können aber sonst, glaube ich, noch gar nichts brauen. Wobei, vielleicht können wir Schnaps brennen. Auch nicht. Okay, wir können gar nichts machen damit. Wegen der Pflanzen? Wegen der Pflanzen. Wenn du es nicht alleine schaffst, bist du auch... Ja, ist gut. Verstehe. Ich suche Heilung. Zeig mir deine Waren. Hat der irgendwelche... Zeig mir deine Ware. Irgendwelche interessanten Waren? Nicht wirklich. Außer 2 Rezepte, die scheiße teuer sind.
und ansonsten nichts. Okay. Ja, dann mache ich an der Stelle halt doch dann mal Pause. Und probiere dann bis zum nächsten Mal vielleicht ein bisschen aus oder gucke mich ein bisschen um und sag dann, überleg mir mal, wie wir am besten weitermachen. Also, danke fürs Zuschauen und bis dahin, macht es gut.